Vor einigen Wochen hat Intel mir das Innovation Program Project Athena vorgestellt. Ich durfte das HP Dragonfly EliteBook mit den neuesten Intel CPU testen und habe versucht, den Laptop an seine Grenzen zu bringen. Test 1. Akkulaufzeit. Ich bin vormittags in mein Lieblingscafé und habe an meinen Projekten weitergearbeitet. Früher bin ich gegangen, sobald mein Laptop leer war, aber seitdem ich meinen neuen HP Dragonfly habe. Yo, it's already 7 PM, we're closing. Test 2. Portabilität. Zusammen mit anderen Filmmakern plane ich neue Projekte und arbeite diese aus. Ein ultraleichtes Design macht die Arbeit angenehmer als je zuvor. Test 3. Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit. Bin ich dann doch mal zu Hause, wird aus dem Laptop mit nur einem Stecker mein komplettes Homeoffice. HP hat dieses Elitebook zusammen mit Intel entwickelt, um die Performance zu erzielen, die ich beim Videoschnitt benötige. Großen und hochauflösenden Projekten steht also nichts mehr im Weg. Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Den einminütigen Clip hast du vielleicht schon auf meinem Instagram-Account gesehen, denn es haben mich echt viele Fragen erreicht, wie ich denn die Effekte und Übergänge etc. umgesetzt habe. Dementsprechend will ich in diesem Video mit dir den kompletten Clip einmal in Premiere Pro durchgehen und wir schauen mal so, was ich da verwendet habe. Grundlegend mal, damit du weißt, worum es geht. Ich hatte eine Partnerschaft mit Intel, die aber nur auf Instagram läuft. Das heißt, dieses Video hier ist komplett freiwillig und es geht wirklich hier um die Effekte und Übergänge, die ich verwendet habe. Vor einigen Wochen hat Intel mir das Innovation Program Project erzielt. Okay, also das erste hier war tatsächlich schon mal ein Drone-Shot, den Daniel dann am Ende vom ganzen Film gemacht hat. Einfach nochmal eine Timelapse mit der Drohne. Das war komplett random und für mich fand ich auch ein cooler Einstieg. Ein Drohnenshot am Anfang von jedem Video, finde ich, wertet das Ganze nochmal auf, da man sieht, okay, das wurde jetzt schon mal nicht mit dem Handy gefilmt. Vor einigen Wochen hat Intel mir das Innovation Program Project. Dieser erste Übergang hier. Hier ist einmal eine Maske mit eingebaut. Diese Maske hier hat immer nur den Pfosten hier noch mitgenommen aus dem letzten Video. Dadurch ist das darunterliegende Video ja nochmal etwas früher zum Vorschein gekommen. Und das gleiche war mit dem Typen hier, der mit seinem Rucksack da lang kommt. Auch hier geht einfach nochmal eine Maske mit. Project Athena vorgestellt. Ich durfte das HP Dragonfly EliteBook mit den neuesten. Das war ein ganz einfach Close-Up. Den habe ich aber nochmal mit der Geschwindigkeit bearbeitet. Das heißt, wir schauen uns den mal ohne Bearbeitung an. Relativ unspektakulär, aber hier ein bisschen schneller, damit es auch zur Musik passt. Vorgestellt. Ich war mit der Sony A7 III in Santorini, auf Bali, in Dubai. Keine Probleme. Aber wo überhitzt sie? Bei Raumtemperatur hier in Berlin. Ich durfte das HP Dragonfly EliteBook mit den neuesten Intel CPU testen und habe versucht. Da mit diesem, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber es war so für ein paar Frames, wo so Schatten über das Logo kommt. Das sollte praktisch so zeigen, dass ich ihn gerade aufklappe, weil wenn ich den aufklappe, dann entsteht hier Schatten, vor allem war in dem Café, sehen wir gleich das Licht, mega cool. Du testen und habe versucht, den Laptop an seine Grenzen zu bringen. Lasst by the way gerne auch ein Like und ein Abo da, falls dir das Video gefällt, dann weiß ich, dass ich in nächster Zeit mehr solche Videos bringen soll. Hier sieht man auch nochmal dieses Licht, war halt da mega cool, wir hatten im Café im Gegenlicht, weil es nachmittags Spätnachmittagssonne war. Die Stunden davor hat es geregnet und ich wollte unbedingt an diesem Tag filmen. Wir hatten wirklich noch am späten Nachmittag eben diese Sonne von hinten, was einfach perfektes Wetter war. Test 1, Akkulaufzeit. Ich bin vormittags in mein Lieblingscafé. Auch hier natürlich wieder ein Übergang bei dem Fenster mit einer Maske sozusagen. Während des ganzen Drehtags habe ich das gefilmte Material übrigens auch öfters mal gespeichert von der SD-Karte auf diese Festplatte hier. Das ist nämlich die G-Drive Mobile Pro SSD, die ich jetzt immer bei meinen Projekten dabei habe, denn zum einen hat meine Sony ab und zu mal Fehler beim Abspeichern auf SD-Karten, weshalb es für mich immer wichtig ist, die gefilmten Daten sicher dabei zu haben, und außerdem habe ich dann mehr Platz auf meiner Speicherkarte, was halt auch mega cool ist. Ich kann diese Festplatte hier einfach in den Rucksack werfen und die ist
so stabil, die kann aus bis zu 3 Metern runterfallen, ohne dass ihr was passiert. Will ich jetzt ungern vorführen, weil dann entweder mein Tisch oder mein Boden kaputt geht, weil die Festplatte wirklich so robust ist. Obwohl sie wirklich so stoßsicher ist, kann sich das Design echt sehen lassen. Also ich denke, das ist bisher eine der schönsten Festplatten, die ich hatte. Mit 2800 Megabyte Übertragungsrate pro Sekunde geht das übrigens auch mega schnell, alles abzuspeichern. Also das ist jetzt wirklich meine Favorite Festplatte für meine nächsten Reisen und eben auch Projekte. Link findest du unten in der Beschreibung. Gib mir gerne auch mal Bescheid, was dann so deine Erfahrungen mit der Festplatte sind, weil ich bisher wirklich nur Positives berichten kann. Akkulaufzeit. Ich bin vormittags immer lieber. Witzigerweise hat der Shot, der danach kommt, also da, wo ich jetzt am Fenster sitze, sogar an einer Wand begonnen. Und das hat einen ziemlich smoothen Übergang zum Fenster gebracht, weil das Fenster ja auch so in die Richtung endet. Und das war einfach wirklich mega Zufall. Lieblingscafé und habe an meinen Projekten weitergearbeitet. Früher bin ich gegangen, sobald mein Laptop leer war. Aber seitdem ich meinen neuen HP Dragonfly habe. Im ganzen Video habe ich auch ein paar Soundeffekte eingebaut. Aber hier nochmal schön die Straßenbahn mit Sound unterlegt. Die Soundeffekte findet ihr übrigens auch in meinem Creator Pack, was ihr im ersten Link in der Beschreibung findet. Dort findet ihr auch nochmal coole Übergänge, Effekte, Sounddesign, Overlays und vieles mehr. Schaut euch das gerne einfach mal an. Und ich bin mir sicher, dass ihr eure Videos damit auch nochmal gut aufwerten könnt. Aber seitdem ich meinen neuen HP Dragonfly habe. Yo, it's already 7 PM, we're closing. Test 2. Der Shot war nicht random, also es war geplant. Ich wollte praktisch, dass jemand sagt, ja, das Café schließt jetzt. Und für mich war das eben dann ganz unerwartet, weil der Laptop, der Akku hielt so lange, dass ich gar nicht gecheckt habe, wie spät es ist. Normalerweise hält mein Laptop-Akku so ein paar Stunden, dann gehe ich heim. Und der hielt halt so den ganzen Tag, bis das Café dann plötzlich zugemacht hat. Die Message wollte ich damit rüberbringen. Und der Kellner hat, ja, glücklicherweise ganz entspannt mitgespielt. Portabilität. Zusammen mit anderen Filmmakern plane ich neue Projekte und... Und hier auch wieder, wir haben praktisch immer Objekte gesucht, die einfach wie eine Säule sind oder irgendeinen Kontrast haben, wie zum Beispiel dieser schwarze Türrahmen. Der ist natürlich sehr kontrastreich zur weißen Wand daneben, dementsprechend kann man das auch immer super als Übergang verwenden. Habe ich in dem Fall hier auch wieder gemacht. Mit einer Maske natürlich. Zusammen mit anderen Filmmakern plane ich neue Projekte und arbeite diese aus. Ein ultraleichtes Design macht die Arbeit angenehmer als je zuvor. Da waren wir dann auch schon an der nächsten Location. Dieser Drone-Shot hier ist eine Stock-Footage von Daniel selbst. Er hat auch richtig coole Aufnahmen. Also wenn ihr allgemein mal nach Drohnenaufnahmen sucht aus Berlin oder ein paar USA-Städten, dann schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Ein ultraleichtes Design macht die Arbeit angenehmer als je zuvor. Die ganzen Songs, die ich hier verwendet habe, sind übrigens von Artlist. Also bei Artlist habe ich, glaube ich, aus meinen letzten Videos immer die Musik verwendet, weil mit bisschen Suchen finde ich da richtig schnell immer Tracks, die einfach mega hochwertig sind. In der Beschreibung findest du auch einen Link zu Artlist. Da kriegst du vielleicht sogar einen Monat kostenlos zur Zeit, falls die Aktion gerade gilt. Ich wollte halt unbedingt was, wo man den Fernsehturm im Hintergrund sieht, weil das einfach nochmal Berlin widerspiegelt. Und so ein Rooftop musste auch unbedingt sein, weil es halt komplette Freiheit ist. Und wo kann man geiler chillen als alleine zu zweit auf irgendeinem Rooftop mit Blick auf den Fernsehturm mit Sonnenuntergang. Wir hatten aber leider ein bisschen Pech mit dem Wetter. Im Westen war es mega bewölkt und ja, die Sonne war dann halt hinter den Wolken. Man hat also nicht viel vom Sonnenuntergang gesehen. Darum habe ich in diesem Clip vor allem nochmal mit Color Grading nochmal versucht, was rauszuholen. Also so hat es praktisch normal ausgeschaut. Also so erstmal komplett ohne Grading. So mal mit einem Standard-Grading und so habe ich praktisch mit einer extra Lumetri-Farbe nochmal den Himmel so ausmaskiert, in dem Clip jetzt nur so ganz grob. Ich glaube, beim zweiten Clip war es dann nötig, das nochmal wirklich genauer zu machen. Ja, genau, über die einzelnen Hochhäuser und den Fernsehturm noch rum. Aber ja, wenn man das mal vergleicht, war es tatsächlich ultra wichtig, da nochmal das Ganze mit Color-Grading anzupassen, denn wenn man sich das mal so anschaut, es ist ja absolut keine Sunset-Stimmung und so
geht es schon viel mehr in die Richtung. Test 3. Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit. Bin ich dann doch mal zu Hause, wird aus dem Laptop mit nur einem Stecker mein komplettes Homeoffice. HP hat dieses Elitebuch. Okay, erstmal wieder zu diesem Clip hier. Da ist einfach einmal das HP. Das habe ich konstant gefilmt mit einer konstanten Brennweite und dann nachträglich jetzt nochmal skaliert praktisch. Genau, mit dem Effekt Transformieren skaliere ich immer viel lieber als mit dem normalen Skalieren. Denn da kann man das Ganze nochmal ein bisschen verzerren lassen und es schaut einfach realistischer nach einem Zoom so ein bisschen aus, als wenn man es nur über die normale Position oben skaliert. Stecker mein komplettes Homeoffice. HP hat diese. Der Stuhl, der jetzt dann so um meinen Laptop rumkommt, den habe ich einfach ja, nochmal mit einer Maske ausgeschnitten. Stecker mein komplettes Homeoffice. HP hat dieses Elitebook zusammen mit. Den Shot, wo ich mich jetzt hinsetze, hat übrigens meine Freundin gefilmt. Die hatte zum ersten Mal einen Gimbal in der Hand und dann kam so der Spruch. Schatz, es dreht sich. Und wie das sich dreht. Es dreht sich komplett. Aber in Wirklichkeit musste man sich natürlich erstmal ein bisschen einlernen. Und dafür, dass die ersten Versuche mit dem Gimbal so waren, war das hier ein echt cooler Shot, wo ich mich hingesetzt habe und sie einfach praktisch rückwärts gelaufen ist. Dadurch hat man auch zuerst nur den Stuhl, so einen Teil vom Monitor gesehen und dann immer mehr vom Homeoffice. Also ja, was immer noch mal ein bisschen mehr revealed, kommt ganz cool. Um die Performance zu erzielen, die ich beim Videoschnitt benötige. Zu diesen Close-Ups habe ich noch mal eine sehr spezielle Frage bekommen als Memo in Instagram. Christi, nachdem diese Augen nach oben und dann nach rechts Bewegungen also mit der Musik extrem gut zusammenpasst, stell mir die Frage, hast du den Shot bewusst so gedreht? Oder ist im Nachhinein einfach aufgefallen, dass die Musik da gut dazu passen hat, zu dieser kurz bewegten Augenszene quasi? Und genau das meine ich auch immer wieder mit Zufälle beim Schneiden. Das Einzige, was an diesen Shots mit dem Auge geplant war, war, dass ich einfach mal auf die Tastatur nach unten schaue und dann nach oben schaue mit dem Auge. Also, dass ich so ein bisschen herumschaue, so wie man es beim Schneiden auch wirklich macht, damit es authentisch ist. Aber mir ist jetzt selbst beim Schneiden nicht aufgefallen, dass es jetzt super zur Musik passt. Um die Performance zu erzielen, die ich beim Videoschnitt benötige. Für mich hat es einfach nur nach Gefühl gestimmt. Ich habe jetzt auch nicht die Bewegung genau drauf abgestimmt, also dass ich genau in dem Moment dann hochschaue. Aber jetzt, wo ich es mir so anschaue, es passt halt tatsächlich ganz gut. Die Close-Ups selbst habe ich übrigens nicht mit einem Makroobjektiv aufgenommen, sondern ich habe mein ganz normales Tamron 28-75mm 2.8 Objektiv verwendet und dazu noch so was zwischengeschaltet. Und zwar sind das hier solche Zwischenringe. Also ich habe hier einmal 10mm und einmal 16mm. Und wenn man beide zusammen ansetzt, dann kannst du das Objektiv wirklich an diesen Monitor dran klatschen und du siehst alles scharf an dem Monitor. Also ich hatte eben das kleinere hier für den Augenshot drauf. Das Objektiv war dennoch sehr, sehr nah und der Fokusbereich sollte auch möglichst klein sein, damit ja der Hintergrund weiterhin unscharf bleibt und nur der Teil von meinem Auge scharf ist. Darum habe ich auch da mit einer Blende von 3,5 glaube ich gefilmt oder 2,8 sogar. Was aber sehr schwierig ist, weil wenn du die Kamera dann immer ein bisschen bewegst, dann verschiebt sich der Fokuspunkt schon. Aber habe ich irgendwie hinbekommen und die Teile kosten 20, 30 Euro, sind unten in der Beschreibung verlinkt bei meinem Kamera-Setup. So viel günstiger, als sich ein Makroobjektiv dafür zuzulegen. Ich hatte die vor einem Jahr schon, habe die irgendwie verloren. Und jetzt verwende ich die eben für die kommenden Projekte dann auch. Nötige. Großen und hochauflösenden Projekten steht also nichts mehr im Weg. Das ist auch gar nicht so vielen aufgefallen, aber das waren halt wirklich wieder Details. Ich habe eine Timelapse gemacht, wie ich da ein bisschen am Laptop arbeite und schneide. Und dieses Wasserglas neben mir ist so langsam leer geworden. Obwohl die Timelapse komplett schnell war und ich habe auch nie was draus getrunken irgendwie. Das habe ich wirklich einfach so gemacht. Ich habe die Kamera auf dem Stativ platziert, habe einmal nur das Glas immer gefilmt. Also da bin ich noch gar nicht da gesessen. Habe mit einem Strohhalm immer so einen Schluck rausgetrunken, bis es dann mal leer war. Dann habe ich die einzelnen Parts immer rausgeschnitten, wo das Wasser dann eben immer eine Stufe weniger war. Dann eine weiche Blende dazwischen gepackt. Schon hatte ich praktisch das Glas, das langsam leerer wird. Und das habe ich mit einer Maske dann einfach da in das Video geschnitten.
Und als ich die Timelapse aufgenommen habe, musste das Wasser natürlich, das Glas dann natürlich auch immer an der gleichen Position stehen und ich durfte es nicht verschieben. Großen und hochauflösenden Projekten steht also nichts mehr im Weg. Beim Ende geht es praktisch in dieses Video rein, das auch zu Beginn des Clips kommt. Also ich habe praktisch so eine Loop erzeugen wollen, was auf Instagram halt ganz cool ist, weil nach einer Minute beginnt das Video von vorne. Und hat ganz gut gepasst. Was ich bei Instagram immer so leicht, also wirklich so leicht vergesse, ist bei einem Videopost das Titelbild zu setzen. Und das habe ich in dem Fall tatsächlich vergessen. Ich habe mir davor Gedanken gemacht, welches nehme ich. Und da wäre entweder einer der Drone-Shots interessant gewesen oder eben diese Drone-Timelapse von oben auf die Straße. Und glücklicherweise ist es nach dem Posten auch die geworden, weil das der erste Frame ist und es passt für mich dann doch. Sonst hätte ich es wirklich nochmal löschen müssen. Die ganzen Farben habe ich auch mit meinem LUT-Pack bearbeitet. Und als Dankeschön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, bekommst du mit dem Gutscheincode MAKRO, also M-A-K-R-O, nochmal 15% auf meinen Shop. Da findest du eben mein LUT-Pack, das Creator-Pack, mein neues VHS-Paket. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und auch ein Abo, wenn du dich für die Themen Filmmaking und Fotografie interessierst. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um für kommende Videos benachrichtigt zu werden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Okay, jetzt glaube ich, hat es geklappt, wie du es haben wolltest. Spaß.